Hallo liebe Ferengis, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unter Linux Desktop-Effekte aktivieren könnt. Doch zunächst möchte ich ein paar Grüße aussprechen, und zwar an den Entwickler Klaus Knopper. Den habe ich vor vielen Jahren zum ersten Mal auf der Linux-Konferenz Practical Linux in Gießen kennenlernen dürfen. Dort hat er gemeinsam mit seiner Frau Adriane eine Knoppix-Variante extra für Menschen mit Sehbeeinträchtigung vorgestellt. Das war ganz eindrücklich, da seine Frau extra mit einer Braille-Keyboard, also einem extra Keyboard für Blindenschrift, angereist ist und uns eindrücklich vorgestellt hat, wie sie Linux benutzen kann. Seitdem her ist Knoppix für mich die Distro, die ich Menschen mit Sehbeeinträchtigungen empfehle, und ich habe einige davon in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Von daher, lieber Klaus, noch eine Bitte aus unserer Community: Wir würden uns sehr über eine neue Knoppix-Version freuen. Vielleicht findest du ja mal etwas Zeit. Aber nun zum eigentlichen Thema. Wir möchten uns Desktop-Effekte unter Linux anschauen. Und zwar zeige ich euch das hier mit der neuen Version von SpaceFun, die basiert, wie ihr wisst, auf der Desktop-Umgebung LXQT. Wir fangen dazu mal klein an, und zwar möchten wir mal erstmal einen ganz einfachen sogenannten Compositor installieren. Dazu habe ich hier ein Terminal geöffnet und gebe den Befehl sudo apt install pcom ein. Hier werde ich nach meinem Passwort gefragt, das gebe ich ein. Und jetzt ist bereits der Compositor pcom installiert. Den finde ich auch hier im Menü unter Zubehör und kann ihn dort auch schon starten. Und ihr seht, jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Das Fenster ist jetzt hier so halbtransparent geworden. Und ich kann jetzt auch hier in der Leiste bei Stil da die Hintergrunddeckfarbe auf transparent setzen. Dann seht ihr, hier unten wird die Leiste immer transparenter. Ich minimiere mal die Fenster, dann seht ihr das auch deutlicher. Das Ganze kann man natürlich jetzt auch automatisch starten. Ich deaktiviere das jetzt mal für den Augenblick wieder. Und hier kann ich es mal beenden mit pkill pcom. So, jetzt ist es wieder aus. Ich könnte jetzt auch noch das automatisch starten über die Autostartfunktion von LXQT, Sitzungskonfiguration, Autostart, hinzufügen. Gebe jetzt hier dem Ganzen einen Namen. Ich würde jetzt zum Beispiel mal pcom eingeben und dann den Pfad. Und zwar liegt das Ganze unter, das können wir herausfinden, mit dem Befehl which, W-H-I-C-S, pcom. Das zeigt mir jeweils immer den Pfad an, wo ein Programm tatsächlich auf dem Dateisystem liegt. Das könnte ich dann hier einfügen, usr bin pcom. Sage OK. Und dann würde hier automatisch pcom beim Anmelden mitgestartet. Das ist ein ganz einfacher Compositor, der basiert auf der Software, die heißt Compton. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und der macht halt wirklich nur so ganz rudimentäre Compositing-Sachen wie transparente Fenster oder die transparente Leiste. Ich lösche das jetzt hier mal wieder. Denn wir möchten uns jetzt hier noch eine erweiterte Konfiguration anschauen. Pcom ist zwar nett, aber wir möchten ja schon auch ein bisschen was zeigen, wenn wir Linux unseren Freunden präsentieren. Dazu installiere ich jetzt den anderen alternativen und sehr mächtigen Compositor, der heißt Compiz. Sudo apt install Compiz. Dann fehlt mir da aber auch noch ein bisschen was. Ich gebe nochmal Compiz ein, drücke dann zweimal die Tab-Taste. Und zwar hier brauchen wir noch diesen Einstellungsmanager. Der heißt hier Compiz Config Settings Manager, CCSM. Compiz Config Settings Manager. Das mache ich jetzt mal. Und zwar ist es bei Compiz so: Compiz hat auch, benutzt zum Beispiel auch einen eigenen Window Manager. Wir verwenden ja hier den Window Manager OpenBox. Der macht hier bei LXQT tatsächlich nur diese Fensterdekoration und das Window-Switching, zum Beispiel mit Alt-Tab oder den Desktop-Umschalter hier. Der ist ganz einfach gehalten, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt. Und zwar
verwenden wir jetzt hier den MetaCity bei Compass. Du kannst aber auch einen anderen Window Manager für Compass verwenden. Zum Beispiel sehr beliebt ist auch Emerald. Und da gibt es dann auch ganz viele Themes. Da gibt es ein eigenes Paket, das heißt Emerald-Themes. Das kannst du auch mal ausprobieren. Also wir haben jetzt einen eigenen Window Manager und das ist jetzt ein bisschen anders. Und zwar ist das dann über Sitzungskonfiguration. Und zwar müssten wir hier die Fensterverwaltung ändern. Ich zeige euch aber auch mal, wo das in der Konfigurationsdatei abgespeichert wird. Ich gehe dazu in den Ordner CD, in meinem Home-Verzeichnis, CD, Tilde, oder du gehst einfach mit CD zurück in dein Home-Verzeichnis. Ich gehe jetzt mal cd.config, LXQT, und da sind die ganzen LXQT-Konfigurationen drin gespeichert. Ich kann mir die jetzt auch mal angucken mit Cut, Session-Conf, und hier sehe ich jetzt zum Beispiel auch als Window-Manager ist jetzt hier gerade OpenBox eingetragen. Das könnte ich hier jetzt einfach ändern auf Compass. Ich kann das aber auch hier machen. Compass. Zack, schließen. Werden erst nach der neuen Anmeldung wirksam. Das ist klar. Wir müssen uns einmal ab und wieder anmelden. Ich sage jetzt nochmal auf Cut auf Session Comp. Und ihr seht, es ändert sich einfach hier in der Textdatei. Ihr könnt also einfach auch direkt die Textdatei bearbeiten. Das ist das Tolle bei LXQT. Das ist zum Beispiel bei anderen Desktop-Umgebungen wie XFCE oder den GNOME-Desktop nicht der Fall. Dort gibt es ein eigenes Konfigurations-Backend, bei GNOME wäre das dconf, und dort könnt ihr mit einem, so ähnlich wie die Windows-Registry, und dort könnt ihr mit einem speziellen Tool die Konfiguration bearbeiten. Ich melde mich jetzt hier mal ab, verlassen, abmelden. Ja. Jetzt kommt der Anmeldebildschirm. Ich melde mich mit meinem Benutzer wieder neu an. So, und jetzt kann ich mal schauen. Aha, es sieht schon anders aus. Ihr seht, die Fensterdekoration hat sich schon ein bisschen geändert. Und hier erscheint jetzt auch schon so ein Zoom-Effekt beim Minimieren des Fensters. Jetzt wollen wir aber dieses Config Compass Settings Manager mal genauer anschauen, denn dort verbirgt sich ganz viel an Magie. Ich gehe jetzt hier über Suchen, CCSM, Compass Config Einstellungsmanager, und da ist er schon drin. Und hier können wir jetzt zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel einstellen. Das könnt ihr jetzt mal für euch rausfinden. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal den berühmten Desktop-Würfel hier einschalten. Desktop-Wall deaktivieren und den Würfel drehen. Das möchte ich gerne auch. Und dann kann ich hier nämlich schön den Würfel aktivieren und den tollen Desktop-Effekt für den Würfel anzeigen lassen. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere Effekte. Da müsst ihr mal hier schauen. Hier kann man zum Beispiel Animationen noch aktivieren. Und für jedes einzelne Element kann man hier auch noch Detaileinstellungen vornehmen. Es gibt auch noch so eine vereinfachte Version, Simple CCSM. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass der nicht so richtig funktioniert. Ich kann hier zum Beispiel auch mal die wackeligen Fenster anschalten. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Das ist auch noch ein ganz lustiger Effekt. Besonders bei Vorführung macht das doch noch einen ganz tollen Eindruck. Wir können jetzt parallel auch noch mal diesen Compass Simple CCSM anschauen, dass ihr das seht. Hier seht ihr auch schon, auch hier hat das Terminal wieder eine Halbtransparenz bekommen. Ihr könnt also durch das Fenster durchgucken. Das ist also auch noch sehr, sehr schick. Also wir schauen uns das trotzdem nochmal an. Ich rate euch aber von der Nutzung ab. Ich empfehle euch wirklich mal in diesen Compass Config Einstellungsmanager einzuarbeiten. Das macht ganz viel Spaß, ist ein bisschen anstrengend, weil es sehr versteckt und ganz viele Konfigurationen gibt. Zeichnet Feuer auf dem Bildschirm. Man kann hier auch dann immer, wenn es jetzt ein anderes Plugin gibt, was damit im Konflikt steht, kann man hier immer die Einstellungen anpassen. Und dann kann man halt bestimmte Effekte jetzt zum Beispiel auch beim Fenster schließen, beim Fenster minimieren, beim Fenster maximieren und so weiter aktivieren. Da müsst ihr mal durch hier jetzt zum Beispiel, das kommt noch aus dem Wobbly Windows Effekt, also da müsst ihr euch wirklich mal einarbeiten, einlesen, was kann man da alles Tolles einstellen. Jetzt schauen wir aber trotzdem nochmal in Simple CCSM an und dazu gehe ich mal sudo apt install simple-ccsm. Hier mein Passwort eingeben. Das kann man nochmal hier ausführen. Simple.
CCSM, da ist er schon. Und der ist wirklich sehr einfach gehalten. Der kann auch hier ein paar Sachen. Aber so manche Sachen lassen sich hier auch einfach nicht einstellen. Und hier kann man zum Beispiel auch noch den Anwendungsumschalter, das ist jetzt der Alt-Tab-Switcher. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Probiert es wirklich einfach mal aus. Desktop-Würfel kann man hier auch noch anpassen. Reflexion, 3D-Fenster aktivieren. Aber das geht wirklich einfacher und besser hier in dem vollwertigen Compass Config Settings Manager. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren der Desktop-Effekte, denn das ist wirklich eine tolle Sache, macht viel Freude und ihr könnt auch direkt die Ergebnisse beobachten. Also wenn ihr irgendwas umstellt, dann seht ihr auch sofort, was passiert. Berichtet mir in den Kommentaren über eure Erfahrungen, ich würde mich sehr freuen, und besucht auch unsere Telegram-Community, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu Themen rund um Linux und freier Software aus. Ich freue mich auf euren Besuch und bis bald. Tschüss.